Lokalsport aus Parchim wird Ihnen präsentiert von den städtischen Unternehmen der SWP Stadtwerke Parchim GmbH, vertraute Energie, und der Wobau Parchim GmbH. Zu Hause ist es am schönsten. Los! Die sind mini, aber schon mit großer Begeisterung am Ball. Die F-Jugend der Spielgemeinschaft Parchim-Matzlo-Garwitz bei ihrem Training. Daniela Voss steht in Parchim für den Nachwuchssport, trainiert hier die Minis und die F-Jugend. Seit Mai hat sie Hilfe an ihrer Seite. Andreas Haunschild, selbst ehemaliger aktiver Handballer, leitet das Training mit Daniela Voss zusammen. Für mich ist es eine große Erleichterung, weil wir haben 3 Trainingszeiten mit 2 Teams und wenn eine nicht kann, ist der andere da. Und wenn wir Neulinge haben, wir können uns ein bisschen intensiver um die kümmern oder zum Beispiel dann die Torwartbetreuung sicherstellen. Es ist etwas einfacher, denn 4 Augen sind mehr. Andreas Haunschild ist über seinen Sohn zum Trainerposten gekommen. Maxim trainiert den Sport, den sein Vater immer schon gespielt hat. Andreas selbst kann nach einer Armverletzung nicht mehr auf der Platte aktiv sein, sein Wissen gibt er jedoch gerne weiter. 15 Kinder betreuen die beiden Trainer, da kann es zwischendurch mal unübersichtlich werden. Erstmal muss man mit dem Gewusel klarkommen, was sie ja heute live erlebt. Das zweite ist, man muss natürlich sich Respekt verschaffen. Als neuer Trainer ganz, ganz, ganz wichtig. Wenn man das geschafft hat, ist es eigentlich dann nachher ein Spaß, mit den Kindern zu arbeiten, weil sie eigentlich ihr Wissen aufsaugen, also das, was wir weitergeben. Das ist wirklich schön, wenn sie es versuchen umzusetzen. Und wie gesagt, man kriegt auch die Erfolge mit, ne? Wie sich Kinder entwickeln. Die Nachwuchssuche läuft in Parchim sehr gut. Dafür fährt Daniela Voss auch schon mal an Schulen in der Region und gibt dort Handballstunden. Viele Kinder rücken auch aus dem eigenen Minikader in die F-Jugend. Frühförderung zahlt sich aus. Hier sind die handballspezifischen Ansprüche schon größer. Im Vordergrund steht natürlich immer noch Ballgewöhnung und Spaß am Sport. Dabei übernehmen die Trainer in den Vereinen immer mehr die Aufgabe, den Kindern grundlegende motorische Fähigkeiten beizubringen. Ja, das hängt im Endeffekt damit zusammen, dass das Kindergartenkonzept doch in den letzten Jahren gravierend umgestellt worden ist und dass die Kinder nicht mehr derart angeleitet werden wie früher zum Sport. Und da sind wir in einer Lücke drin. Und die Kinder, die bei uns sind, die können natürlich wesentlich mehr als der Durchschnitt. Zum Abschluss werden Trikots verteilt. 2 Mannschaften auf großem Feld gegeneinander. So werden die Kinder schon mal an die Wettkampfsituation gewöhnt. Im Oktober geht es los mit den ersten Turnieren in verschiedenen Hallen der Region. Um die Motivation muss sich das Trainerduo da keine Sorgen machen. Es versuchen sich eigentlich hier, sag ich mal, die Jungs und die Mädchen untereinander schon immer hoch zu pushen. Ich will die meisten Tore werfen, ich will der Beste werden. Und wenn wir dann zu einem Turnier fahren und man sagt, okay, wir können hier Medaillen gewinnen, dann sind sie sowieso ganz heiß. Also dann geht's los. Dann wissen sie, hier geht's um was, hier haben sie Spaß und sie können auch noch wirklich, wirklich sich hervorzeigen in den Schulen und sonst wo. Also es passt wirklich gut. Die Ziele sind ambitioniert. Mindestens eines der 6 kommenden Turniere wollen die kleinen Handballer für sich entscheiden. Lokalsport aus Parchim wird Ihnen präsentiert von den städtischen Unternehmen der SWP Stadtwerke Parchim GmbH, vertraute Energie, und der Wobau Parchim GmbH. Zu Hause ist es am schönsten.